Hallo und willkommen hier bei Chat Tarot. Ich möchte heute Karten auslegen für Sternzeichen Steinbock für den Monat Oktober 2021. Das ist eine Legung an das Kollektiv, an die Allgemeinheit, an alle Steinbock-Geborenen gerichtet. Deswegen schaut bitte, ob die Legung hier auf eure spezielle Situation passt. Wenn nicht, dann macht's bitte nicht passend. Die Legung ist geschlechtsunabhängig zu bewerten und hier geht es um eure Verbindungen, eure Beziehungen im Monat Oktober. Das könnte sich auf dem privaten wie auch auf den beruflichen Sektor beziehen. Ja, bitte schaut, je nachdem, was momentan bei euch so wichtig ist, ja, was erledigt werden muss, wo Sachen anstehen. Ja, ich schaue erstmal allgemein. Worum geht es hier im Oktober für die Steinbock-Geborenen? Königin der Kelche. Ja, Gefühle, Gefühle, Gefühle. Also entweder geht es hier um eine Person, ja, eine Königin der Kelche, jemand aus eurem Umfeld, sehr liebevoll, sehr weich, sehr gutherzig, aber auch manchmal mit dem Hang zum Übertreiben, sehr empfindlich, sehr sensibel, nicht so belastbar, ja. Oder ihr seid momentan in diesem Modus, liebe Steinbock-Geborenen, ja, dass ihr momentan sehr emotional seid, euch vielleicht an Dinge zurückerinnert, dass ihr momentan auch viel auf der Herzebene agiert. Ja, ihr seid ja sonst immer sehr pragmatisch, sehr strukturiert und sehr vernünftig, aber im Modus der Königin der Kelche, ja, ist man da weicher, durchlässiger, sentimentaler auch. Ja, wir schauen einfach mal weiter. Dann erkennen wir wahrscheinlich mehr. Ups. Vier der Stäbe wollte raus. Ja, es geht um Sicherheiten, um Stabilität. Zwei der Stäbe. Sieben der Stäbe. Ja, diese drei Stabkarten. Interessant. Also bei den Stäben geht es ja immer um die Aktivität, wirklich in die Handlung gehen und etwas umsetzen. Ja, ein Baum pflanzen ist eine Aktivität auf der Handlungsebene. Ja. Sehr viel Feuer. Vielleicht auch sehr viel Hitzigkeit, ja. Die Königin der Kelche, die neigt ja auch manchmal dazu, dass sie so hitzig reagiert. Und ja, bei Stabenergie kann man da auch schnell es übertreiben, ne? Wenn man da zu sehr in dieser Feuerkraft drinsteckt. Also hier mit vier der Stäben geht es auf jeden Fall um das Häusliche. Ja, irgendwas, irgendein gesicherter Rahmen, entweder der Arbeitsplatz oder die eigene Wohnung, das Haus, ja, die Partnerschaft, irgendwas, was schon da ist. Da gibt es irgendwelche Entscheidungsfragen, da soll etwas entschieden werden, wie es weitergeht. Ja, ist aber momentan schwierig, weil es gibt Blockaden, es gibt Hindernisse. Entweder man selbst blockiert hier etwas mit seiner Handlungsstrategie oder die Blockaden kommen von außen. Dass hier Steine in den Weg gelegt werden. Ja. Wir schauen einfach mal weiter. Ich gucke mal jetzt auf dich, lieber Steinbock. Wie siehst du das Ganze? Wie gehst du mit der Situation um? Wie fühlst du dich? Wie zeigst du dich nach außen? Der Stern. Okay. Der
Der Stern, die Mäßigkeit. Fünf der Kelche. Fünf der Münzen. Ja, liebe Steinbock-Geborenen, wir haben hier zunächst mal den Stern bei dir. Das ist sehr gut. Der Stern, der bringt Klarheit, der bringt Hoffnung. Ja, man schöpft auch Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft. Ja, im festen Glauben, dass alles gut wird. Das ist auch eine Schutzkarte. Hier mit der Mäßigkeit, probierst du fair zu bleiben und du bleibst auch cool. Ja, du versuchst alle Seiten abzuwägen, Kompromisse zu schließen. Ja, du siehst zu, dass die Wellen nicht so hoch schlagen. Ja, und du versuchst die Gemüter zu beruhigen, vielleicht auch den anderen, die anderen zu besänftigen. Ja, du bist hier so sehr diplomatisch unterwegs. Aber mit den fünf Kelchen und fünf der Münzen sind sehr viele Ängste bei dir ersichtlich. Ja, hier mit den fünf Kelchen, Traurigkeit, Verlust, Angst, irgendwas macht dir hier zu schaffen. Ja, und fünf der Münzen. Du fühlst dich irgendwie nicht so stark genug für die Situation. Irgendwas macht dir hier Sorgen. Da fehlt es an Stabilität. Vielleicht entgleitet dir auch momentan etwas. Du fühlst hier einen Mangel. Ja, einen Mangel. Und vielleicht macht dich dieser Mangel auch so traurig. Ja. Wir schauen mal erstmal auf dein Gegenüber. Vielleicht ergibt dann ein anderes Bild, Moment. Zehn der Stäbe. Der Hierophant. Zehn der Münzen. Das Gericht. Jo, beim Gegenüber 10 der Stäbe. Also es ist dein Gegenüber, dein Lieblingsmensch. Dein Arbeitgeber oder Partner, der auf jeden Fall hier in dieser hitzigen Stabenergie herumturnt und sich offensichtlich verausgabt oder zumindest das Gefühl hat, sich zu verausgaben, weil bei 10 der Stäbe landet man ja nur, wenn man sich zu viel aufbürdet. Ja, manchmal kann man die Aufgaben klüger delegieren oder verteilen. Ja, manchmal ist es auch eine Belastungsfrage. Es gibt ja auch Menschen, die sind nicht so stark belastbar wie andere. Da ist die Energie auch anders verteilt. Jedenfalls, das Gegenüber ist hier am Ende mit seinen Kräften. Ja, das ist so ein bisschen auch Überlastung, Burnout-Gefahr. Ja, könnte auch hier mit Rückenschmerzen zu tun haben, dass jemand so ein bisschen Gelenkprobleme hat. Ja, auf jeden Fall, die sind hier sehr erschöpft. Dann haben wir hier den Hierophanten. Die sind hier von etwas überzeugt. Die sind davon überzeugt, lieber Steinbock, dass wenn du hier in diesen Modus kommst, dass dir das zusteht, dass das gerecht ist. Also die haben hier in keinster Weise einen realistischen Eindruck davon, wie es dir eigentlich damit geht. Gar nicht. Die sehen eigentlich nur sich selbst. Die sehen nur ihre Position. Und schau mal, dein Gegenüber ist hier bei 10 der Münzen und du bist hier bei 5 Münzen. Denen geht es total gut. Die fühlen sich hier sicher. Ja. Die sind hier, irgendwo befindet sich das Gegenüber in einem gesicherten Rahmen
wo er nichts befürchten muss. Also auch finanziell geht es denen ziemlich gut. Und du stehst hier da mit 5 der Münzen und sagst, ja, und ich? Und ich glaube, das interessiert dein Gegenüber nicht besonders, muss ich hier mal so sagen, ne? Ja, dann ist hier aber auch die Gerichtskarte dabei beim Gegenüber. Das heißt, die werden aber schon zu einer Erleuchtung kommen, dass, ja, dass das einfach nicht in Ordnung geht, ja, wie du dich hier fühlst. Die werden das dann doch erkennen und selbst wenn sie es erkennen und nicht sagen, ja, tief im Innern wird es an denen arbeiten, weil ich habe hier auch versteckt den Teufel. Also dein Gegenüber ist momentan nicht ohne. Die sind nicht ohne, sage ich mal so. Punkt, Punkt, Punkt. Ich schau mal, wie das hier weiterlaufen könnte in der nächsten Zeit. Sieben der Münzen. Nein, 9 der Münzen, Entschuldigung. König der Kelche. Ritter der Kelche. Der Gehängte. Und 7 der Kelche. So, dann geht es hier weiter mit 9 der Münzen. Ja, 9 der Münzen ist halt so die Unabhängigkeitserklärung. Ich mache jetzt mein Ding. So. Und dann haben wir hier diesen König der Kelche. Also, ich sehe darin ganz stark irgendwie dich, lieber Steinbock. Ich weiß nicht, warum du in diese Kelchenergie reinrutscht. Also hier in der Königin der Kelche sehe ich dich noch so ein bisschen instabil und anfällig. Aber hier als König der Kelche sehr verantwortungsbewusst, sehr liebevoll, aber auch, ja, verständnisvoll. Aber du sagst, wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Ich mache hier mein Ding. Ich konzentriere mich auf mein Fundament, auf meine Stabilität, dass es mir gut geht, dass hier alles gesichert ist. Leute, macht, was ihr wollt. Ja. Also, ja, sehr autonom zeigt sich hier Steinbock. Du hast keine Lust mehr hier auf 5 der Münzen. Ne? Du sagst also, wenn ich hier in dem Modus lande, mache ich nicht mehr mit. Dann ziehe ich mich sehr stark zurück. Also ich sehe hier auch einen Rückzug von deiner Seite, lieber Steinbock. Du ziehst hier deine Aufmerksamkeit, deine Ressourcen stark zurück, um hier mehr Unabhängigkeit zu zeigen, um hier stabiler zu sein, auch vielleicht flexibler. Dein Gegenüber, lieber Steinbock, der landet hier in diesem Modus, der landet hier im gehängten Modus mit der Art und Weise, wie er die Dinge anpackt. Ja, er manövriert sich selbst hier in so eine Hängeposition. Vielleicht muss dann dein Gegenüber warten oder erstmal sich nach dir richten. Ich weiß nicht, ich kriege das hier so rein, dass der Mensch, mit dem du es hier zu tun hast, lieber Steinbock, dass der sich selber irgendwie drei Füße stellt, immer wieder. Weil hier kommen Angebote rein, ne? Hier mit dem Ritter der Kelche wird ja dein Gegenüber wirklich schönes Angebot gemacht. Na komm, willst du nicht einen Schluck trinken? Und der Gehängte sagt, ja, würde ich gerne, aber ich kann nicht, weil ich hänge, da kann ich doch nichts trinken. Also habt ihr das schon mal probiert im Hängen? Rückwärts, kopfüber was zu trinken. Ich glaube, das geht nicht so richtig. Ja? Und dieser Gehängte, der kann hier gar nicht von diesem Kelch schöpfen und gar nicht daran partizipieren, weil er sich hier im Hängemodus befindet. Aber da hat er sich selbst reingebracht. Ne? Ja, warum? Weil hier haben wir 7 der Kelche, 7er Karten. Hier haben wir auch 7 der Stäbe, die Blockade. Hier ist irgendwie sowas wie ein Durcheinander bei deinem Gegenüber, eine Verwirrung. Vielleicht ist es ja auch
ein gesundheitlicher Aspekt, dass die nicht so richtig klarkommen. Ne? Die sind extremst überfordert hier mit der Blockade, dann hier diese, ja, diese Belastung und hier mit 7 der Kelche. Das ist auch sowas wie Konzentrationsmangel. Man kann keinen klaren Gedanken fassen und dadurch hängen die hier die ganze Zeit fest. Die können nichts annehmen. Ja. Und deswegen, ich glaube, du, lieber Steinbock, du wendest dich hier ab. Ne? Du sagst, also dieser ganze Zirkus, der macht mich hier traurig und hier werde ich zurückgelassen. Ich muss immer mich hier beruhigen und die Wogen glätten und als Vermittler den anderen vielleicht beruhigen. Ich habe da keine Kraft mehr zu. Okay, vielleicht hast du die Kraft, weil der Steinbock ist ja sehr stark. Aber du sagst, ich will nicht. Ich will hier in meiner Herzenergie. Ich möchte mich auf die positiven Sachen konzentrieren. Ja. Da fällt mir gerade hier dieses Symbol hier, dieses Stiersymbol. Das ist wie so ein Stier mit Hörnern hier auf diesem Thron, was hier abgebildet ist. Ne? Das ist so dieses Beharrliche. Die Beharrlichkeit sehe ich hier ganz stark bei dir. Ja, du weißt, was du zu tun hast, damit es dir gut geht, damit du Stabilität schaffen kannst. Das weißt du ganz genau, lieber Steinbock. Na gut, ich bin am Ende angekommen. Ich lege nochmal die Nummernkarten. Wen das interessiert, wer das sehen möchte, bleibt dran. Allen anderen wünsche ich einen wundervollen Oktober. Ja, macht's gut. So, hier haben wir die Lenormand-Karten. Ja, Steinbock Oktober. Die Maske, das falsche Gesicht. An erster Stelle. Ruten. Blumen. Sarg, Wolken, Park, Labyrinth, Kuckucksuhr, Brief. So, lieber Steinbock, ich habe vorhin gesagt, bei der Tarotlegung, du hast es da mit jemandem zu tun. Der ist nicht ohne. Und das habe ich leider hier auch bei den Lenormand-Karten. Schau mal, hier haben wir diese Maske. Das heißt, es ist bei dir jemand im Umfeld unterwegs, der ist nicht ehrlich, ja, der ist nicht authentisch, der spielt dir etwas vor. Wir haben die Ruten, die Wolken und den Sarg hier direkt angrenzend. Das heißt, die Gespräche, die Kommunikation ist nicht so ganz ehrlich, vielleicht auch gespielte Freundlichkeit, ja. Die Kommunikation ist nebulös, es gibt Unklarheiten und wir haben hier den Sarg. Entweder macht die Person das, weil die Person sich nicht wohlfühlt, nicht fit ist oder keine Kraft hat, sich damit auseinanderzusetzen. Oder dieser Mensch, ja, ist momentan einfach negativ belastet. Negative Energien kann einfach nicht anders. Hier auf der Seite sehr schön. Wir haben hier die Blume mit dem Park. Also mehr rausgehen, mit anderen Leuten sich treffen, ja, mehr Kontakte knüpfen, auch mal was Schönes hier erleben, schöne Glücksmomente genießen, tut dir auf jeden Fall sehr gut. Genieß das ruhig, ja. Das Labyrinth hier gespiegelt auf die Maske dazwischen dieser Sarg, ja. Wenn du, lieber Steinbock, mitbekommst, da gibt es jemanden bei dir im Umfeld, ja, der kommt da nicht raus aus seinen, ja, aus seinem Sarg, sage ich mal so, ne, aus seinem Stillstand. Lass dich bitte nicht so davon beeinflussen, lass dich davon nicht runterziehen. Wenn du das machst, dann kommst du hier ins Labyrinth. Das bringt dich selbst in Verwirrung. Das ist so wie ansteckend, ja. Lass dich nicht darauf rein, auch nicht darauf ein. Ja, sieh zu, dass du hier nicht in eine Sackgasse kommst mit diesen Menschen, wenn du da weiterhin an diesen Menschen festhältst.
Ja, dann haben wir hier die Kuckucksuhr. Ja, Zeit ist wichtig. Der Zeitfaktor, der richtige Zeitpunkt ist hier irgendwie wichtig. Und dann haben wir hier einen Brief für dich, eine Nachricht, die kommt, eine schicksalhafte Nachricht vielleicht. Ja, eine sehr wichtige Nachricht liegt für dich bereit. Lieber Steinbock. Also hier diese Wolken, dieses Kuddelmuddel auch hier mit den Ruten. Ja, halt dich da raus, halt dich da fern. Na gut, ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Oktober. Viel Gesundheit, viel Kraft, viel Liebe. Macht's gut und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.